Ich habe hier zum Beispiel unter anderem geschrieben, dass ja auch der Name Status verleihen kann. Damit wirst du zwar geboren, da kannst du gar nicht viel daran ändern, außer du heiratest. So, wieder zwei schöne Bücher bekommen. Das sind die besten Bücher. Warum sind das die besten Bücher? Weil ich da drin stehe. Das eine ist von Uli Funke, Dem Erfolg auf der Spur, Erfolgsgeheimnis von Hermann Scherer, René Bourbonus, Julian Backhaus und vielen anderen. Sehr, sehr cool. Gut gemacht, Uli. Und dann hier von der Patricia Stanik, die österreichische Profilerin. Ich habe sie jetzt auch kürzlich in Wien getroffen. Status. So verschaffen sie sich Ansehen, Gehör und Respekt. Und hier bei Uli ist ein Interview drin, also das heißt ein ganzes Kapitel mit mir sozusagen, dem Erfolg auf der Spur. Und hier ist sozusagen ein Gastbeitrag von mir drin. Sie hatte mich gefragt, ob ich wohl was schreiben könnte zum Thema Status. Und habe ich gedacht, wie bist du da auf mich gekommen? Ja, das habe ich gemacht. Und ich habe hier zum Beispiel unter anderem geschrieben, dass ja auch der Name Status verleihen kann. Damit wirst du zwar geboren, da kannst du gar nicht viel daran ändern, außer du heiratest. Aber gegen den Namen Backhaus kann ich ja nichts machen. Ich bin zwar auf dem Bauernhof groß geworden, aber der Name klingt trotzdem gut, ne? Und deswegen habe ich ja alle meine Firmen auch immer mit meinem Namen versehen. Also ich habe ja damals Backhaus Werbeagentur gemacht und dann kam eben der Backhaus Verlag und dann jetzt Backhaus Mediengruppe und Backhaus bla bla bla. So, und das ist natürlich auch schon ein Statusgewinn, dass wenn jemand zum Beispiel anruft, ne, und sagt, ja, mit wem habe ich denn jetzt gesprochen? Ja, mit Herrn Backhaus. Ach, mit Herrn Backhaus selber. Weißt du, das ist schon, das ist schon, gibt natürlich auch noch andere Tipps, aber dafür muss man sich natürlich das Buch kaufen, um dann zu erfahren, was da noch so für Tipps drin stehen. Ne? Und hier haben wir wirklich bei Uli, das war ein Interview, das hat er mit mir geführt in Hildesheim und das wurde hier sozusagen komplett abgedruckt. Und das ist auch sehr, sehr gut geworden. Gut, da geht es natürlich jetzt um Themen, die kennt man von mir auch, ne? Wie definiere ich Erfolg und man muss glücklich sein, um erfolgreich zu sein und so weiter. Habe ich da irgendwas Böses gesagt? Ich weiß gar nicht. Gibt es da irgendwas Spezielles? In jungen Jahren ist es einfach zu gründen. Das stimmt auch, dazu stehe ich. Ja, nee, also wie gesagt, wieder mal schöne Sachen. Hier einmal beim Goldeck Verlag erschienen und einmal bei Tradition. Beide im Handel erhältlich. Bücher, Bücher, Bücher. Bücher sind wichtig, vor allen Dingen die, wo ich dran bin.